Blablabla TGF, blablabla, verdammt gute Videos, rein ins Video! Wir sind wieder da! Genauso soll es sein und so ist es auch. Herzlich willkommen zurück bei The Geek Freaks. Heute geht's nicht ums Studio. Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drüber zu reden, denn wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Worum es heute geht, ist was ganz Geiles und zwar ein neues Set an Spielereien. Ich habe die neuen Nura True Buds bekommen, die Nura True. Und ob die was sind im Vergleich zu den Nura Phones, hier, den hier, diesen Nura Loops und den Nura Phones und den Nuras. Alles, was Nura halt vorher gemacht hat, werden wir jetzt in diesem Video rausfinden, denn ich war da ganz heiß drauf. Das Kabel war immer ein bisschen nervig und der Comfort Fit war nicht perfekt. Mal schauen, ob Nura jetzt einen Gang draufgelegt hat und wir finden raus, ob das was Heißes für euch da draußen ist, oder? Was sagt ihr? Wer es nicht weiß, das hier waren die Nura Loops. Die waren hier so drin, war eine tolle Sache. Habe ich getestet, waren ganz cool. Nura ist ja was ganz Besonderes. Wer die Videos verpasst hat, kann sie sich jetzt hier angucken oder so ähnlich. Der Marco würde schon irgendwie reinschnibulieren. Nura macht extrem gute Kopfhörer, die sich anpassen auf den jeweiligen Hörverlust der Person. Denn jeder Mensch hat Hörverlust und das habe ich in einem Video schon ganz lang breit erklärt. Aber was macht da den Unterschied aus? Ist das nur ein Equalizer? Sind das spezielle Anpassungen? Oder ist das so ein Sprinkly Magic Thing? Das schauen wir uns heute mal wieder an. Hat sich was getan im Vergleich zu den Original Nuras, Nura Phones, Nura Loops? Sind die Nura True cool? Wireless, zwei Stück True Stereo anscheinend. Wir gehen mal rüber, schauen uns an. Die lassen wir mal hier, die brauchen wir heute nicht. Wir gehen jetzt in den neuen Studiobereich rüber und packen das mal aus. Wir finden jetzt mal heraus, was die neuen Nura True Buds denn so können. Nura True. Ist nicht viel auf der Verpackung drauf. Da steht ein bisschen was. Fast Charge, Social Mode, Sweat Resistant, Custom Controls, Voice Calls, 6 Stunden Batterie und 18 Plus mit Case. Finden wir raus. Personalisierter Sound. So, das ist aber auch alles. Hat er es wieder da. So, jetzt schneiden wir das mal auf. Keine Ahnung, ob dieses... Yay! Das ist es. Wow. Papier. Okay. Die Verpackung der Nura Loops war etwas schöner. Da war das ganze Zeug nicht einfach so hier reinge... So, ihr seht, hier sind ganz viele Ohranpassungen da. Das ist auch gut. Das ist toll, dass wir so viele Ohranpassungen haben. Und wir haben ein ganz normales Bluetooth-Tragi-Case. Das ist alles super soweit. Und das sind die Nuras. Problem bei der Sache, das kannst du nicht einfach so mit dir rumtragen, weil kein Case mehr dabei ist. Was aber das Beste ist, das Allerbeste, ist das hier. Pass auf, seht ihr das? Das sind echte Schaumstoffanpassungen. Nicht dieses blöde Gummi, nein, das ist echtes Schaumstoff. Das habt ihr sonst im High-End-Bereich von teureren Varianten. Und nicht bei den 12 Euro Baumarkt-Dingern. So, da kannst du hier so ein kleines Plastik abmachen, dass die Kontakte frei liegen zum Laden, weil die sind erstmal ladegeschützt. Und dann kannst du es anfassen. So, was haben wir drauf? Standardmäßig verbaut sind diese normalen Blumflies. Die will ich aber nicht, ich will die Schaumstoff. Das Ding redet nämlich schon mit mir. Okay, das sind sie. Anpassung. True Buds rein ins Ohr. Links, rechts, ergibt sich automatisch. Das sind ganz schöne Brocken im Ohr. Ja, ja, connecten mit Nura. Naja, machen wir halt. So. Neues Nura-Gerät verbinden. Ja, thanks, Nura True. Er findet es aber auch automatisch. Gerät über Bluetooth verbinden. Alle anzeigen. Neues Gerät koppeln. Aha. Nura True. Er findet es automatisch. Wir sind verbunden. Das geht viel besser als mit den Nura Loops. Aha. Das hat länger gedauert als bei den Nura Loops anscheinend. Warum? Weiß keiner. Personalisierung wird verarbeitet. Bis jetzt noch nichts Außergewöhnliches, außer dass mir die Nura Buds hier, diese Nura Trues in den Ohren extrem wehtun. Vielleicht habe ich da was falsch gemacht mit der Einstellung, aber dieser Klemmmechanismus ist sehr unangenehm out of the box gerade eben. Das kann ich bestimmt noch mit ein paar Auswechslungen der Tipps und so weiter anpassen, aber ich finde es nicht höchst angenehm. Jetzt kommt natürlich der AB-Test. Schauen wir mal, ob das was bringt.
dieser tolle Modus. Das hatte ich jetzt so noch nicht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, zwiegespalten möchte ich es gar meinen. Denn die Nora True 580 klingen gut. Natürlich kann es sein, dass sie den Sound absichtlich schlechter machen im Neutralmodus, dass er dann im geboosteten Modus besser aussieht. Wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also es kann natürlich sein, dass sie absichtlich sagen, hey, pass auf, wir machen im Neutralmodus das Ganze ein bisschen schlechter, um dann zu tun, als wenn wir im personalisierten Modus voll über sind. Das ist möglich. Der Sound ist großartig. Was Präzision, Klangtreue angeht, Durchsatz, Stimme, Stimmboost, Separierung der Einzelinstrumente, kannst du nichts sagen. Das Stereobild gefällt mir absolut gar nicht. Vielleicht liegt es jetzt an meiner Einstellung, vielleicht muss ich noch ein paar Mal testen, vielleicht muss ich noch ein paar Profile erstellen. Das Stereobild gefällt mir nicht. Am Anfang ist alles sehr dicht in der Mitte, dann splittet sich's auf, die Höhen sitzen bei mir aber irgendwo hier oben. Der Bass sitzt hier und die Mitten werden nach rechts verschoben. Also wandert die Stimme auch ein kleines bisschen nach rechts. Das erzeugt ein breiteres Stereofeld, ja. Erzeugt bei mir aber auf dem linken Ohr dieses Gefühl, kennt ihr das? Wenn ihr auf den Berg geht und habt einen Unterdruck und müsst einen Druckausgleich machen, das Gefühl bekomme ich instant auf dem linken Ohr, sobald ich den Personalize-Knopf drücke. Ich weiß nicht, wem es da draußen auch so geht, ob ihr das kennt. Wenn ich auf neutral stelle, alles schön mittig, klingt aber flach und scheiße. Klinge ich auf personalisiert. Klingt klasse, alles zieht sich auseinander, aber ich habe das Gefühl, als müsste ich Druckausgleich machen. Obwohl es damit nichts zu tun hat. Das ist nur ein unangenehme Phasenverschiebung, die sie nutzen als Technik, ich weiß es nicht. Das war bei den Nura Loops schöner. Sorry, muss ich so sagen. Das Case, Standard, USB-C, nice. Meine Musik ist sowieso immer, also... Klar, ich wirb mit, aber das liegt jetzt, denke ich, aber an der Musik. Also völlig underrated, wer das sich auch auf die Ohren geben will. Hier ist es ist im Moment mein Lieblingskünstler. So mit 3.000, 4.000 Aufrufen pro Track dabei ist der. Egal. So, schauen wir uns nochmal an. Oh, gehen die schwer aus dem Ohr raus. Ja. Ist klar, dass die jetzt schwer rausgehen. Die waren gut reingetackt. Also das sind die Nura True Loops, True Buds, Nura True Trues, Truti, Chuchu, Chuchu. Der ist so Chuchu. So, die machen wir hier wieder neu. Eins, zwei, so, zack, und dann gehen sie zu. Ladeindikator, weiße LED, ist auch schön. So, Ladeindikator, weiße LED, finde ich auch sehr schön, macht er gut. Wenn du hier aufklappst, zuklappst, dann zeigt er dir an, wie voll der Akkustand dieses Cases ist. Das kannst du mitnehmen, das ist in Ordnung. Kriegst du 18 Stunden raus, sagen sie, also 6 Stunden hören. Laden, 6 Stunden hören, laden, 6 Stunden hören, laden. Wie lange das dauert, weiß ich nicht, werde ich noch rausfinden. Heißt, ich mache natürlich wieder in den Livestreams ein paar Updates dazu. Design ist cool, in den Ohren für mich höchst unangenehm und Stereobild für mich höchst befremdlich. Kaufempfehlung, weiß ich nicht, ob ich sie an dieser Stelle aussprechen kann. Die Nura Loops haben mir vom Sound Stereobild besser gefallen. Hier kann es aber auch noch Updates in der Firmware geben oder es liegt eben an mir, weil ich ein Depp bin und die Dinger falsch eingesteckt habe. Ist immer eine Sache der Möglichkeit. Also das darf man nicht aus den Augen verlieren. Vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht. Aber wenn ich was falsch gemacht habe, dann wird es vielen Leuten so gehen, denn das ist, was ich hier mache, eine Loop User Experience, der sich nicht vorher damit beschäftigt hat, auspacken und schauen, ob das gut ist. Ob ich sie kaufen würde? Die werden wahrscheinlich auch so 200, 300 Euro kosten. Mindestens. Ohne Kabel, also ohne verbindendes Kabel im Genick, also ohne Störgeräusche durch dieses verbindende Kabel, halt sehr geil. Sound noch nicht sehr geil. Eingeschränkte Kaufempfehlung. Zu diesem Zeitpunkt, bei diesem Stand, mit diesem Stereo-Profil würde ich sie nicht kaufen. Das mit dem unangenehm ins Ohr passen kann man anpassen, das weiß ich, das kriegt man hin. Aber da muss es immer noch fest genug sitzen, dass die nicht rausfallen, weil die ein kleines Gewicht haben, diese kleinen Dinger. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Wer sie denn unbedingt haben muss, kann sie sich kaufen. Klingen tun sie. Sonst vielleicht die Nura Loops. Wenn euch das Kabel der Nura Loops stört, müsst ihr zu den Dingern greifen. Ist einfach so. Wer den besten Sound haben will, das kommt nah ran. Außer das Stereo. Ausprobieren. Hey, probiert's aus, wenn sie nicht taugen, schickt sie zurück. So würde ich machen. Das ist doch mal ein gutes Fazit. Und mit dem guten Fazit gehe ich jetzt mal raus aus diesem Video. Viel Spaß im nächsten Video, meine Damen und Herren. Ihr seht jetzt hier vor diesem Screen noch mehr tolle andere Videos von uns. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich habe noch keine Ahnung, was das nächste Video ist, aber es ist auf jeden Fall noch nicht die Studiotour. Das Studio ist noch nicht fertig!